Servus Leute, in der Vergangenheit wurde ich schon des Öfteren in den Kommentaren gefragt nach gut funktionierenden Handyhalterungen. Heute möchte ich meinen persönlichen Favoriten da vorstellen, und zwar ist es das System von SP Connect. Der Grund, dass es mein persönlicher Favorit unter den Handyhaltern ist, ist, dass ich zu dem System absolutes Vertrauen habe. Wir haben einen Bombensitz der Smartphones auf dem Lenker. Selbst im wirklich harten Mountainbike-Einsatz ist das Handy immer noch fix am Lenker fest. Und sehr positiv an dem System, es geht nicht nur fürs Fahrrad, sondern es gibt auch noch weitere Halterungen, dass ich zum Beispiel im Auto oder auf dem Motorrad verwenden kann. Hier vielleicht einmal kurz gezeigt, haben wir das System, das ist so ein Demo-Stück. Da können wir das Handy einfach drauf machen, wird festgedreht und es ist wirklich bombenfest am Lenker verbunden. Also da passiert wirklich gar nichts mit. Selbst grobe Schläge kann dem System nichts anhaben. Die Montage und Demontage des Smartphones selber ist auch relativ einfach. Es wird einfach verdreht und abgenommen. Nebenbei, wir können auch die Grundposition natürlich bestimmen. Also es muss jetzt nicht zwingend hier längs drauf sein. Ups. So, sondern wir können auch die Halterung einmal um 90 Grad drehen, dass es nachher quer am Lenker ist. Das bieten eigentlich alle Halterungen von dem System. Der Hauptgrund, dass es überhaupt so gut funktioniert, ist, dass der Halter verbunden ist direkt mit einem richtigen Case. Diese Case gibt es für verschiedene Modelle von den Herstellern Samsung, Huawei und zu guter Letzt für Apple. Bei den moderneren Modellen dieser drei Hersteller sind diese Cases erhältlich. In dem Fall ist es das iPhone 11. Ich glaube, bei Apple ist es bis zu dem iPhone 5 runter. Hier einmal kurz gezeigt. Das ist so eine Verpackung. Da drin enthalten ist natürlich einmal das Case. Zudem ein bzw. je nach Modell auch teilweise zwei Universalhalterungen für den Lenker. Und wir haben auch noch einen Spritzschutz für Regenfahrten oder gerade Mountainbike-Sektor. Wenn es doch mal ein bisschen schlammiger zur Sache geht, kann ich nochmal so eine Silikonschicht einfach oben drüber packen, dass mein Handy nochmal da vor Nässe und vor Schmutz einfach sehr gut geschützt ist. Jetzt zu dem einzigen Minuspunkt, den ich an diesem System habe. Hierbei handelt sich das um mein eigenes Handy. Das ist mein eigenes Case. Dieses habe ich jetzt seit ungefähr ein Dreivierteljahr tagtäglich im Einsatz. Und es löst sich hier unten in dem Bereich ein wenig dieser Softlack. Das ist ein wenig schade, dass das passiert. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera vernünftig sehen. Wie gesagt, das ist mein einziger Kritikpunkt da dran. Worauf sollte man noch achten, wenn ich dieses verwende? So wie bei mir habe ich auch noch mal ein Panzerglas oben drauf. Und das Panzerglas darf nicht zu groß sein, da dieses Case das Handy relativ gut umschließt, kann das dabei in Konflikt geraten. Mein erstes Panzerglas, was ich mir dafür bestellt hatte, hatte halt nicht gepasst. Das kam dann in Konflikt und hat sich dann das Panzerglas gelöst. Drum habe ich jetzt hier nochmal eine etwas kleinere Variante für mein Handy. Für die Modelle, für die es kein Case gibt, hat SP Connect da nochmal zwei Alternativen. Das wäre zum einen dieses Klebepad. Wichtig dabei ist, es muss auf einer möglichst glatten Oberfläche angeklebt werden. Also das kann man entweder direkt am Handy machen oder man hat ein schönes Case, wo ich es dann einmal ankleben kann. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist diese universale Handytasche. Die hat auf der Rückseite ebenfalls das System und bietet halt auch einen sehr guten Schutz. Und da kann ich wirklich fast jedes Handy mit reinpacken. Also da nochmal eine sehr schöne Alternative. Vielleicht auch nochmal kurz gezeigt, bevor ich es am Ende vergesse. Es gibt von SP Connect diese schicke kleine Tasche namens Watch Case Set. Diese ist ebenfalls mit der Halterung versehen und können wir auch einmal am Lenker mit dran machen, wird ebenfalls verdreht und sitzt bombenfest mit drauf. Und alternativ können wir da dann auch nochmal das Handy einfach anbringen und es ist wirklich
bombenfest, da passiert gar nichts dran. Und wenn man zum Beispiel das Problem hat, das Handy unterwegs zu laden, könnte man hier einfach eine Powerbank mit reinlegen. Wenn ich mit dem Handy navigiere, ist das nochmal eine sehr schöne Option dabei. Es gibt für das System wirklich eine bombastische Auswahl an Halter. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl dabei. Die gehen wir vielleicht mal ein wenig durch. Da wäre zum Beispiel hier die Handlebar Mount. Die wird am Lenker befestigt, also hat eine Lenkerschelle und steht ein wenig nach vorne ab. Oder wenn ich sie einmal umdrehe, kann sie auch nach innen ein wenig abstehen vom Lenker. Das wäre die erste Variante. Dann ist hier relativ simpel der Bike Mount. Das ist einfach nur eine Schelle, die kann festgedreht werden. Hierbei vielleicht nochmal gesagt, das ist die etwas größere Halterung, worauf ich ebenfalls gut die Tasche festmachen kann. Und für Smartphone ist nochmal der kleine Adapter da mit drin. Zudem der Bike Mount Pro, den haben wir hier. Der ist so ähnlich wie der Handlebar Mount, nur ist der Abstand zum Lenker hier nicht ganz so groß. Ist damit nochmal ein bisschen dezenter an den Lenker rangebracht und aus Metall. Dann gibt es noch die Varianten für die Headkappe. Also da wird die Headkappe ersetzt, in diesem Fall bei dem Stem Mount. Hier ist es jetzt auch die etwas breitere Halterung. Vielleicht nochmal einen kleinen Vorteil von der breiten Halterung erwähnt. Und zwar gibt es ja auch so eine schicken Action-Cams. Die kommen ja auch mit diesem Schlitten daher. Dieses kann man da relativ simpel sogar festmachen. Dann könnte ich sogar mal eine GoPro da vorne einfach festmachen. Natürlich gibt es dann auch für die Headkappe noch die etwas kleinere Variante. Und zwar ist es hier der Micro Stem Mount, ebenfalls aus Alu. Und der ist hier, wie man sieht, die etwas schmälere Variante. Und da kann das Handy dann direkt einmal drauf. Und dann habe ich hier auch nochmal den Stem Mount Pro. Der wird ebenfalls statt der Headkappe verwendet. Der Vorteil ist hier, dass wir so einen kleinen Arm haben, den wir wirklich in der Neigung nochmal einstellen können. Gerade wenn wir einen Vorbau haben, der ein wenig geneigt ist, ist das nochmal eine sehr schöne Option, um das Handy da befestigen zu können. Dann habe ich hier auch noch ein paar Halter fürs Auto. Und zwar ist es hier einmal der Vent Mount und der Vent Mount Snap. Den Vent Mount Snap, den verwende ich auch selber in meinem Auto. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist der, hier habe ich die beiden mal ausgepackt, wie gesagt, den hier verwende ich selber, das ist auch meiner, da wird das Handy einfach nur einmal reingeklinkt und schon fest ist es, naja, jetzt war es genau verkehrt rum, so ist besser. Nebenbei, beide sind frei einstellbar und der andere Halter, also nebenbei, die werden in die Lüftungsgitter vom Auto einfach eingesteckt und da ist dann der zweite. Der wird wieder drauf gesteckt und einmal verdreht, so, dann wäre es fest. Dieser ist auch frei einstellbar, so dass das Handy richtig ist. Der Nachteil, warum ich dieses hier nicht verwende, beim Einsetzen ist die Belastung auf die Lüftungsgitter beim Auto doch ein bisschen höher und könnten dafür gegebenenfalls Schäden an den Lüftungsgittern führen. Deswegen verwende ich nur den Snap dabei. Ein weiterer schöner Halter habe ich gerade leider nicht da, ist von SP Connect der Suction Mount. Das ist ein Saugnapf, der an der Frontschutzscheibe einmal befestigt wird und bietet ebenfalls einen sehr guten Halt. Ebenfalls gut geeignet fürs Auto ist dieser Klebemount Pro. Dieser kann halt einmal aufs Armaturenbrett wirklich gut fixiert werden, also der wird wirklich festgeklebt aufs Armaturenbrett. Alternativ kann man den auch beim Roller hernehmen, da haben wir auch so eine schicke Verkleidung vorne am Lenker. Da könnten wir es auch einmal draufkleben und haben wirklich einen sehr guten Halt. Und wo wir gerade bei den Rollern sind, gibt es auch noch den Miro Mount. Das ist der kann als Beispiel am Rückspiegel beim Roller festgemacht werden. Alternativ geht er nicht nur beim Roller, sondern auch beim Motorrad. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Halter, und zwar den Moto Mount Pro. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Halter. Hier nahezu komplett alles aus Aluminium. Alternativ geht der hier auch fürs Fahrrad. Der wird hier ausgeliefert mit zwei verschiedenen Einlagen, dass wir da auf den richtigen Lenkerdurchmesser kommen.
Und das Schöne darüber besticht er überhaupt durch seine wirklich vielseitige Einstellmöglichkeiten, die wir bei dem Halter haben. Wirklich ein sehr, sehr schöner Halter, kann ich nur empfehlen. Wirklich mein absoluter Favorit. Alternativ habe ich hier auch nochmal den Universal Mount. Der kommt hier einfach mit einem Klettband daher. Da kann ich es einfach irgendwo dran festmachen. Also egal, was man hat, welches Rohr man hat, einfach festmachen. Und dann haben wir hier ebenfalls den Halter. Für den Läufer unter uns haben die auch gedacht, und zwar hier mit dem Running Band. Dieses ist, wie der Name schon sagt, ein kleines Band. So schaut's aus. Das kann man sich dann um den Arm machen und hier dementsprechend auch das Handy mit dran machen. Und was ich hier auch gesehen hatte, eine kleine Tasche für einen Geldschein ist auch gesorgt. Auch eine schöne Variante, die man da hernehmen kann. Zu guter Letzt haben wir hier auch nochmal eine sehr schicke Sache, und zwar da ein Klebe- und Adapter-Set. Das beinhaltet halt, wie der Name schon sagt, verschiedene Adapter. Das wäre zum einen so ein Klebeadapter, den kann ich mir einfach irgendwo beispielsweise am Tisch oder sowas festmachen, wo ich das Handy dann dran machen kann. Auch noch sehr schön ist dann dieser Halter, der da mit drinne ist. Viele von euch kennen ja bestimmt solche Selfie-Sticks und es gehen auch andere Sachen. Aber wenn wir diese Halterung haben von der Action-Cam, können wir das da einfach mit drauf machen. Das kommt so dran und dann kann ich da ebenfalls mein Handy dran machen. Da sind zwei verschiedene Varianten dabei, dass ich es entweder quer oder senkrecht dran machen kann. Ja, wie ihr seht, wirklich sehr umfangreich das System. Das sind ja bei weitem noch nicht mal alle Halter. Es gibt da noch mal einige Varianten an der Halterung mehr zu diesem System. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts weiter vergessen. Ich sage recht herzlich Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao.